Hallo Welt, da sind wir wieder auf Terra 2. Und wir gucken uns jetzt die Roseway-Gärten an. Wobei ich irgendwie den Verdacht hege, dass wir die schon kennen. Oh, wer hätte das gedacht? Das sind die Gärten. Wir gehen aber jetzt nicht für jeden Auftrag wieder zurück nach Roseway. Ja, könnten wir auch machen. Wir machen jetzt den nächsten Auftrag. Das haben wir noch nicht? Waffen aus der endlosen Leere? Warum denn das nicht? Ich denke, das wäre abgeschlossen. Haben wir doch. Suche nach Hinweisen? Hawthorne hat in seinem Terminal erwähnt, die Schwarzmarkthändler auf der Groundbreaker und in Fallbrook aufsuchen zu wollen. Anscheinend konnte er in der Vergangenheit bereits erfolgreich seltene Gegenstände dank dieser Quellen aufspüren. Wenn man von ihnen alte Protokolle oder Datenarchive bezieht, könnten sich darin Hinweise finden, wo es mehr von diesen Wissenschaftswaffen gibt. Ach was, ich dachte, das hätten wir alles gemacht. Dann haben wir das noch gar nicht alles gemacht. Na, aber trotzdem, jetzt sind wir erstmal auf Terra 2 und jetzt machen wir erstmal das hier. Vaughn Cortes, einer der Wissenschaftler in Roseway, hat dich gebeten, nach seinem Experiment in Anticleos geheimen Forschungslabor zu sehen, das er unbeaufsichtigt dort zurückgelassen hat. Folge der Straße, die in Richtung Süden von Roseway wegführt, um das Forschungslabor zu erreichen. Okay, kümmere dich um das zurückgelassene Experiment. Entscheide, was du wegen des Experiments machen willst. Vaughn sammelt Raptidon-Moschus, den er an die Hersteller eines Aphrodisiakums verkaufen möchte. Das Experiment befindet sich in den unteren Ebenen im hinteren Teil des Gebäudes. Vaughn hat außerdem Seziertische erwähnt. Das wird ein Spaß. Vaughn will unbedingt verhindern, dass Anton etwas von seinem kleinen Nebenprojekt erfährt. Das müssen wir unbedingt jetzt machen. Unbedingt müssen wir das machen. Unbedingt. Wir müssen das unbedingt. Ja, aber machen wir doch jetzt. Ach, da oben ist es wahrscheinlich. Brauchen wir denn überhaupt irgendwas? Sowas brauchen wir doch eigentlich nur hier. Warum haben wir... Was haben wir? Ach, wir sind vergiftet ein wenig. Warum wir so komisch gucken, wollte ich wissen. Hier ist irgendwas passiert? Ja, war wohl doch nicht so sicher hier, die Gegend. Schlangen? Ist das eine Werkbank da drüben? Ja, ich glaube, das ist eine. Da gehen wir aber mal ganz schnell hin. Wir sind ja sowieso überladen. Nein, das ist gar keine Werkbank. Was ist das denn? Ja, dann nehmen wir die Sachen erstmal so auseinander. Sollten wir langsam wissen, oder? Ist immer das Gleiche drauf. Da ist nichts Besonderes zu holen. Überzeugen 5 vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir so eine Mütze schon haben da. Ach, die schweren Sachen, die können weg. Wissenschaft 5? Oh nein, das hätten wir doch behalten sollen. Zu spät.
Na, da drin ist vielleicht eine. Eine Werkbank oder hier drunter? Vorsicht, Mine! Oh, das hat gleich die Mod aus unserem Anzug gehauen. Jetzt können wir nicht mehr rennen. Das dauert aber lange, bis das hier verheilt. Erschüttern. 10 Sekunden noch. Überladen? Endlos. Warum aber? Moment. Erschüttern? Alle Attribute werden verringert und das Angriffstempo mit allen Waffen wird verlangsamt. Ah, Geistesattribute plus 1. Zehn Sekunden. Sind vorbei. The sneaky, cunning type. This be the place I'd start. After you. Ich gehe vor. Ich habe das Passwort. We're set to crawl through that. I'm sending you the water bill for the hours I'll spend bathing later. Like wrapped among the rocks. Up and I won't have any new battle scars. Oh, so ein Betäubungskanister? Ich dachte schon, hier in der Ecke würde so ein Wärmestrahler stehen irgendwie. Betäubungskanister, haben wir noch nie gesehen, sowas. Ein Aufkleber auf diesem Kanister besagt, Anti-Cleos, erwrapped und weg. Trademark. Betäubt garantiert selbst das größte Raptidon, mindestens 6 Stunden lang und verbreitet einen erfrischenden Duft nach Desinfektionsmittel. Mit einer Versprühungsanlage könnte dieser Kanister noch sehr nützlich sein. Cool. Sollen wir hier jetzt mal was verkaufen oder behalten wir wieder den ganzen Krempel? Ach, wir finden bestimmt eine Werkbank, da können wir das alles verschrotten, unsere Waffen reparieren und so.
Das ist aber dunkel manchmal. Ohne Licht. Ausgang? Nö. Nö, nö. Das ist so ein bisschen außerirdische Musik, höre ich hier. Das ist so ein bisschen außerirdisch. Es wird immer besser, wenn wir diese Automaten finden. Aber wir sind überladen. Und wir finden immer so viel, wenn da gerade ein Verkaufsautomat ist. Und wir bekommen doch mehr, wenn wir bei den richtigen Händlern was verkaufen. Da läuft man immer Gefahr, aus was sehen, was er zu verkaufen von den Sachen. Und dabei braucht man doch, wo sind sie denn, die Ersatzteile? Boah, da haben wir aber jetzt ordentlich schon. Ja, aber trotzdem kann man nie genug von haben. Außerdem die Modifikationen auch. Nachher können wir dann Modifikationenladen aufmachen damit. Achso, die Sachen mit dem Diamanten könnten wir mal zum Schrott hinzufügen. Dann können wir sie beim nächsten Mal verkaufen eben. Die sind ja eigentlich selten allein. War der Einzige, der überlebt hat, vielleicht? Truppenführer? Clean this up, right? Was habe ich denn jetzt abbekommen eigentlich? Erschüttern. Alle Attribute werden verringert und das Angriffstempo mit allen Waffen wird verlangsamt. Ach so. Haben wir doch einen auf den Dez gekriegt hier. Also ich weiß nicht, die Waffe... Was kann die überhaupt? Ach, einfrieren so ein bisschen kann die. Mhm. Schocken. Ach, da war ein Diamant dran. Ja, okay, dann machen wir das jetzt mal. Z zu Schrott hinzufügen. Ah, bei diesen Sachen auch. Und das hier können wir auseinandernehmen. Ist ja eh nichts wert. Was haben wir hier eigentlich an? Wenn wir unterwegs sind, dann müssen wir uns doch richtig schützen. Deswegen sind wir auch die ganze Zeit verletzt. Ja, versuchen wir doch mal so.
Oh gut. Da gucken wir später rein. Erstmal gucken wir hier rein. Hey. Die haben ja wirklich da geforscht. Krass groß. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hier hätte ich mir so ein kleines vorgestellt. So, Labor Roseway, Eigentum von Anticleo, Terminalzugang. Willkommen, Herr Braden. Nachrichten von R. Agarwal. Agarwal. Ja, an H. Braden nämlich. Betreff Raptidon Sedativum. Hans, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ein Spreadproblem haben. Unsere Belüftungsanlage ist momentan hinüber, weil die kleinen Monster an den Kabeln rumgenagt haben. Wenn deine Raptidons unleidlich werden, musst du sie selbst sedieren. Besorg dir ein paar Kanister mit Beruhigungsmittel und häng sie an das Nebenterminal im primären Forschungslabor. Die gute Nachricht ist, dass meine Hephaestus Hammers deine geliebten Rizzos Rangers vernichtend geschlagen haben. Möchtest du ein bisschen was von Anticleos Tropical-Pasta-Soße, um deine Erniedrigung gebührend zu feiern? Roan. Eine Nachricht von G. Becker an H. Braden, Raptidon Sedativum. Hans, kannst du mir bitte erklären, was es mit dieser Katastrophe auf sich hat, die ich gerade in meinen Händen halte? Es handelt sich, wie du bestimmt weißt, um ein Formular, auf dem die Verlegung des Raptidon-Muttertiers an die Haupthalle bewilligt wurde. Mit deiner Unterschrift darunter. Erstens sind unsere Raptidon-Tanks strukturell nicht einmal ansatzweise stabil genug, ein wütendes Raptidon-Muttertier zu halten. Zweitens sind Raptidons für ihr territoriales Verhalten berüchtigt und würden alles tun, um ihre Jungen zu schützen. Unterbrich mich ruhig, sollte dir das zu hoch sein. Du hast scheinbar nicht so mit einfacher Arithmetik, also ansonsten müsstest du wohl das Raptidon-Muttertür plus Raptidon-Tank gleich Katastrophe. Wüsstest du, was das bedeutet? Hochachtungsvoll. Gail. Oh, Gail. Oh, Gail. Wo wollten wir gucken? Hier vorne wollten wir gucken. Muttertiere haben sie hier. Ja, na klar. Waren wir hier etwa? Hey! Hey, you. Was? Over here! Hör auf! Hier drüben! Na, was machst du da, Cassandra? As I live and breathe. The board's very own pet mercenary. It's been a bit of a day, so I'll get to the point. Yes, I have Crane's research. No, I'm not giving it back. Sorry to disappoint you. Anton will, dass ein Problem behoben wird. Ich schätze, damit meint er dich. Ach, du schätzt mich falsch ein. Lügen, 20. Ich kenne keinen Crane, nie gehört. Ja, du schätzt mich falsch ein. I suppose it does not matter. Either Crane sent you, or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here, and I will pay you for your trouble. Sag mir, was du brauchst. Warum bist du hier unten? Du musst mir schon ein besseres Angebot machen. Oder ich könnte mir den ganzen Stress ersparen und dich erschießen. Warum bist du hier unten? Same reason you are, more than likely. I imagine we picked up the same tip. Secret research facility, abandoned town, minimal security.
Nein, ich bin einem Notruf gefolgt. Eigentlich sind wir doch wegen was ganz anderem hier. Nach minimaler Sicherheit sieht mir das nicht aus. Und verlassen auch nicht. Ich bin keine Banditin wie du. Also, ich bin einem Notruf gefolgt, ganz genau. Crane actually sent out a cry for help? Oh, the poor bastard. Seeing his life's work snatched from him? Must be like losing a child. Sag mir, was du brauchst. Oh, was hast du gegen Anton? Crane is the man who runs this lab. Probably gone around the bend, fretting over his beloved research. Not that there's anything lovable about diet toothpaste. Sagtest du gerade Diät-Zahnpasta? Auf seine Zähne aufzupassen ist nichts Schlechtes. Das wird mir hier ein bisschen zu durchgeknallt. Das kannst du allein ausbaden. Hä? Diät-Zahnpasta? Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here or dying here. Also hast du alles auf dich genommen, um am Ende eine Formel für die E-Zahnpasta zu stehlen. Aha. Gut, dass du die Zeit zur Introspektion findest, so kurz vor dem Tod. Ach, ich schätze, du wirst bald herausfinden. Du wirst das schon herausfinden bald. Lebe wohl. Also, hast du das alles auf dich genommen, um am Ende eine Formel für die E-Zahnpasta zu stehlen? What matters is that I have been lied to. I was led to believe this was a high-priority corporate facility hiding valuable research. This job was not supposed to end with me stuck in some wretched lab smelling like rats. So I would be very much obliged if you gave me a break. Dann sag mir, was du brauchst. Was ist für mich dabei drin? Oder vergiss es, da steckst du jetzt alleine drin. Nein, nein, sag mir, was du brauchst. Wir helfen dir gerne. Ich schätze, das wäre eine gute Köchin. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door, but Cleo security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay, but you'd have to clear out the wraps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. Okay, ich helfe dir. Anton hat sich Sorgen gemacht. Ihr wärt mit seiner Forschung über alle Berge. Er hat euch sogar Schwachköpfe genannt. Ich spiele hier sicher nicht das Dienstmädchen für eine pompöse Banditin. Warum denn immer Banditin? Das ist doch keine Banditin. Guck doch, wie sie guckt. Ich brauche schon einen Grund für dich, um für dich meinen Hals zu riskieren. Oh, vergess es, ich helfe dir nicht. Okay, ich helfe dir. You might be the first stroke of luck I've had all day. Thank you. I'm in your debt. Wo gerate ich da rein, wenn ich dir aus der Patsche helfe? Oh, bilde dir nicht zu viel darauf ein. Ich erwarte, dass du mich dafür bezahlst. Das macht uns nicht zu Freunden. Moment, ich habe ein paar Fragen, was dich betrifft. Ask away. I have got nothing but time. Was willst du mit dieser Forschung überhaupt anstellen? Wir wollen doch die Forschung an Gladys verkaufen. Wie bist du in dieser Misere gelandet? Oh mein Gott, du tust so, als wären die Konzerne dein Feind. Was hast du gegen sie? Warum haben du und deine Crew eine Einrichtung von Auntie Cleo überfallen? Ja, genau. No one asks why anymore. The establishment tells us to live here, work there, eat that, drink this. All our choices are made for us, so we forget we ever had a choice.
I am doing this because I can. Because it thrills me. Because I take a deep and profound pleasure from stabbing at the heart of corporate power, no matter how shallow the wound. Was willst du mit der Forschung überhaupt anstellen? Sell it, of course. I don't have any use for the scribblings of idiotic scientists, but whoever gave me this tip obviously does. Assuming I make it out of this place alive. And with my ship out of commission, I'll have to leave on foot and hope my luck changes. One problem at a time, I suppose. Und wie bist du in dieser Misere gelandet hier? I have been asking myself the same question. Our tactics were sound, but no battle plan survives contact with the enemy. We were acting on a good tip, but the tip never mentioned the Rapts. When we hit the lab, those Rapts got loose, tore through as many of ours as theirs. Was hast du denn gegen die Konzerne eigentlich? From the day we are born, we are made to obey. Never question, never hope. Never dream of anything greater than the lot appointed to us. Corporations expect us to work until the day we die. But they could not give a half-bit shit about our lives. Ja, die würde es auch verkaufen. Und wo gerate ich da sonst noch rein, wenn ich dir aus der Patsche helfe? Nothing beyond the purview of a talented freelancer like you. Na, die ist doch total nett. Finde ich. Sag mir, was du über die Raptos weißt. Überzeugen können wir sie außerdem? Ich kann die Wachen überzeugen, abzuhauen. Oder deine Leute müssen sie unbeschadet passieren lassen. Aber deine Leute müssen sie unbeschadet passieren lassen, meine ich. Ich krieg die Tür nicht auf. Wie hast du es geschafft, dich so einzusperren? Ja, gut, wir überzeugen die Wachen abzuhauen. Aber deine Leute müssen sie unbeschadet passieren lassen. You really expect me to just let them pass? Why? So they can regroup behind their walls and mount another assault? Never mind. I'm obviously in no position to argue with you. If you can talk those guards into standing down, my people will follow suit. Na schön. Da, ich muss noch was anderes wissen. I'll help however I can. Sag mir, was du über die Raptos weißt. A Raptodon is an apex predator, native to the jungles of Monarch. They are entirely unsuited to life on Terra 2. Which may account for their horrible temper and appetite. Mhm. Und du erwartest jetzt, dass ich mich mit einem ganzen Rudel von denen anlege. Das war ja eine unerwartet wissenschaftliche Antwort. Naja, dann warte hier einen Moment. Ich habe noch andere Fragen. Nein. Das war ja eine unerwartet wissenschaftliche Antwort. Nein. Und du erwartest jetzt, dass ich mich mit einem ganzen Rudel von denen anlege? Oh, for goodness sake. They are just animals. Aggressive, territorial, frightened and very probably hungry animals, but they die to gunfire like anything else. I do remember one of those feckless scientists yammering something about a Raptodon suppression system. Perfekt. Wo finde ich diesen Wissenschaftler? Ich krieg die Tür nicht auf. Wie hast du es geschafft, dich so einzusperren? Perfekt, wo finde ich diesen Wissenschaftler? How should I know? I left his body where I shot him. Aha. Und ich krieg diese Tür nicht auf. Wie hast du es geschafft, dich so einzusperren? The Rapts took us by surprise, as they would anyone. My crew were split apart and lost in the corridors. They went one way, I went another. You'll need a keycard to unlock my door. I don't know where they're kept, but I'd start by checking the security office. Mhm. Ah, dann warte mal hier. Take your time. I am, to my chagrin, not going anywhere. Gut, 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 gut.
Wir haben hier doch was ganz anderes gesucht. Ja, ja, aber jetzt ist es wahrscheinlich so, dass wir ihr erstmal helfen sollen. Und dann nimmt sie das Zeug und verkauft es an Gladys. Ach, die kommt doch gar nicht auf die Groundbreaker. Da kommen doch nur wir hin. In der nächsten Folge kümmern wir uns um die Raptidons hier. Diese Folge aber ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.